Ich bin der Eugen, ich bin 34 Jahre alt. Ich bin hier gekommen, auch um viel aufzuarbeiten, was ich in den letzten Jahren gesammelt habe an Wissen, an Energie. Als Yoga-Lehrer sammelt man die Energie der Schüler ein, die Zeit, in der man unterrichtet. Und dann muss man es als ein Yoga-Lehrer, diese Energie von Zeit zu Zeit aufarbeiten. Natürlich schafft man das nicht zu Hause, weil zu Hause auch immer sehr viel zu tun ist, Projekte, Pläne und Unterricht. Und man muss sich hin und wieder zurückziehen, um an sich zu arbeiten. Natürlich bekommen die Schüler somit auch einen Progress dadurch, wenn der Lehrer diese Energie umwandelt, die beschleunigt, oder kann somit die Evolution seine Schüler beschleunigen. Aber darum ging es nicht nur, es ging auch um einen selbst, wie bei allen anderen Teilnehmern. Es ging darum, die Natur des Verstandes zu erkennen und zu sehen, was er für Spiele treibt, was er für ein schlauer Kerl ist sozusagen und sein eigenes Leben lebt. Und das Schwierigste war für mich halt vor allem die ersten 3 Tage, ihn ein bisschen unter Kontrolle zu bringen. Es war auch der 6. Tag etwas schwierig. Es ging so bergauf, bergunter und jeder Tag war ein bisschen anders, eine neue Geschichte. Es war für mich eine sehr gute Zeit. Ich habe mich auch sehr gefreut, die Leute zu sehen, wie sie an sich arbeiten, wie sie sich Mühe geben. Schönen herzlichen Dank, ja, natürlich an alle, die gekommen sind, an das Team vor allem auch. Die haben auch eine sehr große Arbeit geleistet, die Lehrer, die Mädels auch von der Unterstützung. Ja, hallo, ich bin Matthias. Ich möchte mich auch erstmal bei allen Organisatoren, Lehrern und Teilnehmern bedanken. Ich bin 39 Jahre alt. Ja, bin hergekommen, um ein paar innere Erkenntnisse und Einsichten zu finden, um meinen weiteren Lebensweg zu ergründen oder festzulegen. Und auch um meiner Familie und zu helfen. Ich habe vorher schon einmal ein Vipassana besucht, ein dreitägiges. Deswegen, also es war ein verlängertes Wochenende, deswegen wusste ich, worauf ich mich einlasse und wusste, was mich erwartet und habe eigentlich durchweg positive Erfahrungen gemacht. Habe sehr viel Erfahrung über mich und wie ich weitermachen will. Also für meinen weiteren Lebensweg sehr gute Ergebnisse am Ende, was ich mir erst nicht vorstellen konnte bei der Pranayama. Das fiel mir am Anfang sehr schwer. Und zum Ende hin habe ich gesehen, dass es wirklich was bringt und es hat mich nochmal richtig motiviert. Und die Konzentrationsübung auf das Bild ist mir ziemlich schwer gefallen. Also da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber ja, es hat sich sehr viel verbessert trotz allem. Und ja, in den letzten Tagen hatte ich ein paar interessante Gespräche mit den Praktika. Also was ja eigentlich mein höheres Selbst ist oder das, was mein zukünftiges Selbst oder wie auch immer man es bezeichnen will. Und ja, ich fand es sehr erhellend und nehme sehr viel mit daraus und ja, werde auf jeden Fall weitermachen, diesen Weg. Also ich fand es auch gut, mit Yoga zusammen zu praktizieren, dass man halt diese längere Sitzen besser ertragen kann. Vielleicht am Anfang war es sehr schwer, da hätte ich mir vielleicht ein paar kürzere Einheiten gewünscht, die dafür ein bisschen öfter, aber ja, so ist halt die harte Tour, führt auch zu Ergebnissen, zu schnelleren vielleicht. Ja, hallo, mein Name ist Jan und ich bedanke mich erstmal bei allen, die hier sind und das auch organisiert haben. Boah, ist das ungewohnt zu reden, ey. Ich heiße Oksana und
Warum bin ich hierher gekommen? Eigentlich wollte ich so ein bisschen entspannen. Ich bin kein Asket, also ich bin kein Typ für Askese und so weiter. Und ich wollte einfach meine geistige Ruhe und Balance wiederherstellen, sozusagen. Ja, und das hat mir teilweise gelungen. Ich habe hier auch sehr viele interessante Erfahrungen gemacht. Das waren meistens gute Erfahrungen und ich mache sicherlich so eine Vipassana nochmal mit. Ja. Und hoffe nur, dass ich die Möglichkeit dazu habe. Also, was für mich wichtig war an dieser Vipassana, ich habe noch besseres Körpergefühl bekommen. Ich verstehe meinen Geist und meinen Körper jetzt noch ein bisschen besser und verstehe, was in meinem Inneren passiert. Und also ich kann auch ein Beispiel sagen. Zum Beispiel heute sitzen wir in Meditation und nach einer Stunde, 10 Minuten ungefähr, habe ich dann Schmerzen im Hüftenbereich gespürt. Ne? Und dann wusste ich ganz genau, wenn ich weiter sitzen bleibe und einfach nur aushalte, eigentlich auch keine schlechte Variante. Ne? Und dann kann ich aber nicht meditieren, ne? Und ich kann mich nicht weiter konzentrieren. Deswegen habe ich mich entschieden, mich ein bisschen zu strecken, einfach wie Marina gesagt hat. Habe mich auf diesen Schmerz, ich habe versucht zu verstehen, wo dieser Schmerz ist. Ne? Dann habe ich gespürt, wie dieser Schmerz wandert. Also ich habe mich gestreckt und dann gespürt, wie er wandert bis zum Hals. Ne? Und ja, also das war irgendwie Energie, die da geblieben ist und dann nach dem Strecken hat es so ein bisschen höher sich verlagert, sozusagen. Ne? Und dann war es wieder besser und könnte weiter meditieren. Also für mich ist dieser Körpergefühl in Yoga und eigenes Geist zu verstehen, eigene Balance zu finden, das Wichtigste. Ne? Und deswegen bin ich auch hier gewesen. Ja, und ich bedanke mich bei allen, die diese Vipassana möglich gemacht haben, bei Marina, bei Olga. Also die beiden haben sehr lecker gekocht, finde ich. Ich habe mein hausgemachtes Essen gar nicht vermisst. Ja, und danke für all die Erfahrungen und Unterstützung. Ich bedanke mich bei Nikolai, bei Marina. Und einen besonderen Dank an Eugen, weil der hat das alles organisiert. Ne? Und deswegen sind wir alle hier. Und ich hoffe, dass das passiert nochmal. Danke. Hallo zusammen, mein Name ist Lukas, ich bin 21, komme aus der Schweiz und ja, zuerst wollte ich auch mal einen herzlichen Dank aussprechen euch allen, vor allem den Organisatoren auch und speziell in der Küche, weil die hat uns halt, also mich jedenfalls, immer wieder zum Durchhalten auch motiviert schlussendlich. Und ich bin hierher gekommen, um auch an mir zu arbeiten, um mehr über mich selbst herauszufinden. Und ich muss sagen, es war schon sehr schwer die ganze Zeit eigentlich. Insgesamt gab es für mich mehr Schwierigkeiten als schöne Erlebnisse. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja einige Sachen über mich, über meinen Verstand auch herausfinden können und ja, ist einfach unglaublich, was der so treibt die ganze Zeit. Sogar hier, wenn man eigentlich so abgeschottet ist von allem und so und die ganze Zeit immer wieder. Aber ja, jetzt da bin ich auch erstmal froh, ist das zu Ende und werde sicherlich weiter an mir arbeiten. Hallo zusammen, ich bin Manuel Lütti und komme aus der Schweiz. Bin 21 Jahre alt und bin mit meinem Freund Lukas hier. Im Yoga Camp im Sommer hat Eugen von Vipassana erzählt und dann habe ich gedacht, ja, das mache ich sicher nie, weil das viel zu streng ist, so lange zu sitzen. Dann habe ich das Lukas erzählt und dann hat er gesagt, er will dorthin und dann habe ich gesagt, ja, dann komme ich auch mit. Und jetzt bin ich hier und das war eine tolle Erfahrung. Ist zwar sehr streng, aber ich hatte sehr viele schöne Erlebnisse. Immer gegen Abend war ich so voller Liebe und konnte alle Leute am liebsten umarmen und ja, und am Anfang hatte ich sehr Mühe, eine richtige Sitzposition zu finden mit meinem Fuß und habe gedacht, bringt denn das überhaupt, wenn ja immer so ein Fuß draußen ist, aber
So am vierten Tag habe ich dann irgendeine passende Position gefunden. Und heute habe ich geschafft, 3 Stunden zu sitzen, ohne an die Wand zu kommen und einfach immer mit dem geraden Rücken. Und ja, dann habe ich auch noch ein Buch gelesen, auch wo es um ein spirituelles Thema geht. Und irgendwie war das voll die Offenbarung für mich und habe voll viel profitiert davon. Und ja, danke für alles und es war eine schöne Zeit. Ja, guten Tag nochmal. Ja, also mein Name ist Marco. Ich bin hergekommen, um intensivere Erfahrungen zu machen, mich wieder mein Inneres zu erforschen und Widerstände, Probleme zu erkennen und aufzulösen. Und also erstmal auch Dankeschön das an alle. Und da ist auch ziemlich viel passiert, also es war sehr interessant, wie sich von Tag zu Tag andere Themen eigentlich eröffneten und am nächsten Tag dann zum Beispiel komplett eigentlich abgearbeitet waren, wo man keinen Gedanke mehr an irgendwelche Erinnerungen oder so, also verschwendet hat. Und die Verspannung über den Kurs, die wurde mal weniger im Brustbereich vor allen Dingen. Also mir hat es sehr viel gebracht und einfach nur danke nochmal. So, jetzt einmal auf Deutsch. Erstmal wollte ich Hallo an alle sagen. Ich heiße André, bin 38 Jahre alt. Was mich motiviert hat, hier zu kommen, an sich zu arbeiten. Ich habe einiges erreicht, aber nicht das, was ich mir ans Ziel gesetzt habe, aber trotzdem sehr viel erreicht. Und dass ich nicht das Ziel erreicht habe, hat motiviert mich jetzt nur weiter an sich zu arbeiten und das alles zu schaffen, zu realisieren. Das Schwierigste war in der Zeit für mich, an mir selbst zu arbeiten. Na, den Kampf gegen mich selbst, das war der schwierigste Kampf in meinem Leben. Wie es aussieht, er wird weitergehen, weil es ist noch viel zu machen. Und ich bedanke mich an alle Lehrer, die mir beigebracht haben und an euch alle Teilnehmer, die mit eure Energie mich auch halt gehalten habt. Dankeschön.